Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ich wollte hier ein bisschen Klarheit in deine Denkstrukturen und Denkprozesse bringen. Wenn du dir die Frage stellst, was braucht es, damit mein Business erfolgreich ist? Und diese Frage stellen sich so, so viele Selbstständige und Unternehmer, Therapeuten, Berater, Networker und suchen immer noch einen Weg, eine Strategie zu einem erfolgreichen Business. Und ich möchte dir den Weg erleichtern und abkürzen und sagen, du brauchst keinen Weg, du brauchst keine Strategie, sondern du brauchst eine Energie. Die Energie eines erfolgreichen Business ist die Energie, die du verkörperst. Weil du bist dein Business, du bist deine Angelegenheit, du bist das, um was es dir geht. Und wenn es dir für dein Business in aller erster Linie darum geht, einen Mangel aufzufüllen, einen Mangel an Geld, einen Mangel an Freiheit, einen Mangel an Glück, einen Mangel an Freude, einen Mangel an Wichtigkeit, dann ist das ein ganz großer Grund, warum dein Business nicht erfolgreich ist. Weil diese Überlegung, dass ein Business die Lösung wäre für deinen Mangel, füllt deinen Mangel nicht auf. Es ist genau das Gleiche wie die Überlegung, dass eine Traumpartnerschaft die Lösung für deine Einsamkeit oder für dein Traurigsein oder für dein Nicht-Glücklich-Sein ist. So geht es nicht. Und das ist die Denkrichtung, die wir ursprünglich alle gelernt haben, weil wir im Außen denken, weil wir in analytischen Zusammenhängen denken, weil wir in Logik denken und weil wir nicht gelernt haben, in Energie zu denken. Und das ist ein absoluter Gamechanger, weil du beginnst, dich als Energiegenerator, als energetischer Projektor zu sehen. Und zwar bedingungslos, weil Energie ist bedingungslos. Und wenn du das begreifst, dass du jegliche Energie generieren kannst, unabhängig davon, was gerade im Außen ist, was in deiner Vergangenheit passiert ist, was in deiner Zukunft du befürchtest oder auch freust, dass all das gar nichts damit zu tun hat, was du dir jetzt erlauben darfst, an Energiequalität zu generieren. Und das ist für unseren menschlichen Kopf, für unseren menschlichen Verstand Neuland. Denken in Energie ist ein Denken ohne Bedingungen, ohne Ursache, außerhalb von mir. Das ist ein Denken, wo sagt, ich bin die Ursache, meine Energie, das, was ich in mir drin generiere, ist die Ursache, ist der Ursprung, ist der Stoff, aus dem meine Realität gemacht wird. Ich bin der Generator, der Hersteller des Stoffes, der Energie, des Spirits, des Unsichtbaren, der unsichtbaren Welt, die sich nachher im Außen für mich manifestiert und generiert. Und das ist der absolute Game Changer, wenn du dieses Denken für dich implementieren kannst. Dann ändert sich deine äußere Welt, dann ändert sich deine Perspektive auf, wie geht manifestieren? Wie kriege ich das Zeug da draußen hin, das ich haben will, das ich brauche? Wie kriege ich es dorthin? Das ist die Frage, die du dir stellst. Und die Antwort, die einzige Antwort ist, indem du in dir durch dich heraus die Energie generierst. Und wie sieht die Energie aus? Wie muss ich mich fühlen? Wie muss ich mich denken? Wie muss ich denken? Weil Gedanken sind Energie. Dazu brauchst du ein Konzept. Ein Konzept.
Es geht nicht ohne Konzept, weil du hast ein Konzept. Du hast von allem ein Konzept, aber ein unbewusstes Konzept. Du hast ein Lebenskonzept. Du hast tatsächlich ein Lebenskonzept, aber du kennst es nicht. Und du glaubst, dass dieses Lebenskonzept gar nicht existiert. Aber dieses Lebenskonzept besteht aus all deinen Annahmen, aus all deinen Vorstellungen, aus all deinen Rückschlüssen für all deine Lebensbereiche. Das heißt, du hast ein klares Konzept von dem, wie du bist, wie dein Leben funktioniert. Das heißt, du hast ein klares Konzept über deine Beziehungen. Das heißt, du hast ein klares Konzept über deine Zukunft, wie die sich ergeben wird. Und dieses klare Konzept ist dein energetischer Fußabdruck. Und diesen energetischen Fußabdruck, den weißt du nicht bewusst, erst wenn du bewusst dein Außen lesen kannst. Wenn du bewusst dein Außen lesen kannst, ohne Bedingungen, ohne zu sagen, der ist schuld, das ist schuld, die ist schuld. Für mich ist es so, wenn du sehen kannst, was in deinem Außen dir präsentiert wird an Leben, dann weißt du, was du für ein Konzept in dir hast, für all deine Lebensbereiche und auch für dein Business. Und wenn im Außen sich die Resultate, die Ergebnisse so zeigen, wie sie sich zeigen, dann heißt es ganz klar, was du für ein Konzept über dich selber, über dein Leben, über deine Lebensbereiche hast. Und das braucht, da braucht es keine Hellsicht dazu, sondern da braucht es wirklich nur eine klare Analyse zu sehen. Was siehst du im Außen? Was wird dir im Außen gezeigt? Wie sieht dein Leben aus? Alles klar? Dann weiß ich ganz genau, was in deinem Innen vorgeht. Was du glaubst über dich, was du für Rückschlüsse und Annahmen ziehst. Und das ist Gesetz. Du kannst es universelle Gesetze nennen. Ich nenne es Prinzip der Schöpfung. Das ist das Prinzip der Manifestation. Und es ist so simpel, dass dein Verstand es oft nicht annehmen mag, weil du irgendeinen Hokuspokus erwartest, irgendetwas wahnsinnig Kompliziertes, das du erst knacken musst, das du erst verstehen musst. Aber so ist es nicht. Da ist nichts kompliziert. Es ist deine innere Welt, deine Vorstellung, dein inneres Lebenskonzept, dein unterbewusstes Lebenskonzept, das, was sich im Außen zeigt. Das ist das Leben, in dem du dich gerade befindest. Und dieses Leben ist sowas von veränderbar. Dieses Leben ist überhaupt nicht in Stein gemeißelt. Diese Erlebnisse, die du hast, sind nicht in Stein gemeißelt. Deine finanzielle Situation, deine Business-Situation, nichts davon ist in Stein gemeißelt. Außer, dass dein Verstand meint, es ist so, weil es so ist für dich und für andere. Aber die Wahrheit ist, es ist so, weil es dein energetischer Ausdruck ist, weil es dein energetischer Fußabdruck ist, weil es die Energie ist, die du in dir angesammelt hast, auf Basis des Lebens- und Denkkonzeptes, das du übernommen hast, das man dir beigebracht hat. Und das zu bereinigen, geht am allerleichtesten, wenn du lernst, diese energetische Perspektive wahrzunehmen und aus dieser energetischen Perspektive her dein Lebenskonzept, dein Businesskonzept, dein Beziehungskonzept, dein Gesundheitskonzept neu zu konfigurieren. Und das ist wie im Business, das ist diese Zielplanung. Wenn ich dieses Ziel erreichen möchte, welche Vorstellung, welche Energie muss ich in mir nähren? Welches Selbstbild muss ich in mir nähren? Was für ein Beziehungsbild, Beziehungskonzept muss ich in mir nähren? Was für ein Menschenbild? Wie muss ich die Menschen da draußen sehen? Was muss ich über alles neue Annahmen treffen? Und Manifestation ist eine konzeptionelle Arbeit, wo du ein Konzept für deine Energie, energetischen Output kreierst für dich, von dem du nicht mehr abgehst, bei dem du bleibst, weil es, du weißt, wenn ich diese Frau bin, wenn ich mich als diese Frau sehe, wenn ich mich als diese Frau präsentiere, wenn ich als diese Frau auftrete, spreche, denke, fühle, handle, mich verhalte,
die all diese Dinge schon jetzt hat, living in the end, Neville Goddard, dann werden die Dinge so sein, wie du sie möchtest. Aber niemand außer ich spricht mit dir über diese energetische Sichtweise, ist in der Lage, dir klar zu machen, welche Energien in dir verwandelt und verändert werden müssen, wie du sie verwandeln und verändern kannst, dass sich im Außen das Leben so zeigt, wie du es gerne hättest. Das ist kein Hokuspokus, das ist eine glasklare Arbeit mit Energie. Und du als energetischer Generator musst erstmal wissen, was für Faculties, was sind deine Energiegeneratoren. Und das sind deine fünf Sinne. Deine fünf Sinne generieren zusammengefasst als sechster Sinn in deiner inneren Welt all das, was da draußen ist. Das heißt, du lebst nicht im Außen und reagierst auf das Außen, sondern du nimmst das Außen wahr, weißt, was es bedeutet in dir, was da noch konzeptuell an Überzeugungen noch nicht dem entspricht, was du da draußen sehen willst, und du änderst es in dir. Du änderst es nur in dir. Und diese Art und Weise, konsequent bei sich zu sein, das heißt bei sich zu sein. Aber bei sich zu sein ist eben oftmals damit verwechselt, ich will von den anderen nichts wissen, ich will vom Außen nichts wissen. Und das macht oftmals zu, das macht oftmals eine ablehnende und eine abstoßende Energie. Und auch hier ist ein weiterer Schlüssel, dass du eine annehmende Energie deiner Wünsche generierst. Und auch diese Energie wird durch Ansichten und Rückschlüsse generiert. Und welche Ansichten und Rückschlüsse muss ich haben, damit ich all das anziehe, damit all das in meinem Leben erscheint, damit all das in meiner Realität erscheint, was ich mir wünsche? Das ist die große Frage. Und es ist nicht nur eine Antwort, sondern es ist ein komplettes Konzept über dich, über deinen Seinszustand in Bezug auf all deine Lebensbereiche, in Bezug auf all deine Situationen. Und es ist so eine wunderbare Arbeit, die alles neu macht, die einfach alles neu macht. Du veränderst die Energie in deinem Lebensraum. Weil du bist sowieso der Energiegenerator, der Energiespender in deinem Lebensraum. Und wenn du das verstehst, dieses Konzept der Energie, und zwar der Energie, die das Status quo generiert und outpusht, und die Energie, die du als bedingungslose energetische energetisches Wesen an Potenzialen generieren kannst. Das nenne ich Divine Design Energetics. Weil Divine Design, das ist göttliches Design. Und wie stellst du dir ein Design vor aus einer göttlichen Perspektive? Wow, oder? Das wäre mal das erste Wort. Wow, fehlerlos, total in Ordnung, angefüllt, erfüllt, freudig, glücklich, leicht. Das ist Divine Design Energetics. Das ist die Energie aus dem Göttlichen, aus der göttlichen Vorstellung. Und die kannst du dir aneignen, weil du genau so gedacht bist. Aber dazu musst du eben all das ablegen, was dir suggeriert, dass du in Bedingungen denken musst, dass du in Abhängigkeiten denken musst, dass du in Mangel denken musst, dass du in Schuld und Sühne und Opfertum denken musst. Und das sind einfach zwei Perspektiven. Und das eine nenne ich die menschliche beschränkte Perspektive,
Human Design, weil selbst dieses ganze Buch mit Genkis und so weiter und so fort ist ein Buch, ist ein Konzept in 100.000 Abhängigkeiten, angefangen von der Abhängigkeit, wann und wo du geboren bist. Und sag mir mal, wenn du aber Zeit, Ort, Form rausnimmst, weil du weißt, Energie ist einfach oder ist einfach nicht, sag mir bitte, wieso es irgendeine Abhängigkeit auf dich, auf deinen Seinszustand, auf das, was du lebst, kreierst, in deinem Leben manifestierst. Warum sollte all das in Abhängigkeit von deinem Geburtsort, von deiner Geburtsstunde sein? Macht keinen Sinn. Weil egal wo, in welchem Raum, in welcher Form du eine Lichtquelle installierst, sie leuchtet. Bedingungslos. Wenn du sie anstellst. Diese Lichtquelle leuchtet bedingungslos, wenn du sie anstellst. Warum sollte es dann Sinn machen, dass dein Leuchten, dein Scheinen, deine Energie, die sich im Außen so oder so manifestiert, in Abhängigkeit von Ort, Zeit oder Form sein sollte? Macht keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Und ich bitte dich, lass das nochmal sacken. Weil wenn du das begriffen hast, ist das der Türöffner in die Welt der Potenziale, in die Welt der Möglichkeiten, in die Welt, in eine Realität, wo du nicht mehr die bist, die in Abhängigkeit von irgendetwas, von einer Geschichte, von einer Vergangenheit, von einem Trauma, von einem Körper, von einer Beziehung generieren und kreieren kann, sondern dann weißt du, dass es bedingungslos möglich ist, eine Energie zu generieren, ohne einen Grund, sondern einfach nur auf Basis einer Entscheidung, weil du es verstanden hast, weil du verstanden hast, dass es so wirkt und dass du sowieso immer unbewusst dieses Licht dimmst oder einsetzt, anstellst oder ausstellst. Aber wie wäre ein Leben für dich, wenn dein Licht immer leuchten würde? Egal in welcher Form, an welchem Ort, zu welchem Zeitpunkt, weil es sich einfach so gut für dich anfühlt, weil es einfach deinem Divine Design entspricht, weil es einfach dem entspricht, wer und was du wirklich bist. Wie wäre das, wenn du dir das einfach mal erlauben würdest und sagen würdest, das macht Sinn für mich, und dieses ganze abhängige Denken, dieses ganze in Relation denken, das ganze in weil aufgrund von, ich muss immer irgendwo einen Grund, einen Erlaubnisgeber haben. Wenn dir plötzlich klar wird, wenn du denkst, okay, ich bin einfach nur Energie, Zeit, Form, Ort, absolut unabhängig. Was geht in meinem Kopf vor? Warum beschränkt mich das die ganze Zeit? Warum sind all diese Schranken, all diese Blockaden da, die ich lösen möchte und ich kann sie nicht lösen? Sie sind da, weil dein Denken so aufgebaut ist, auf dieser bedingten, zusammenhängenden Basis. Und es ist ein Denken und es ist, das sind die Limitierungen, das sind die Blockaden, das ist das, was dich zurückhält. Und das kannst du einfach nicht mehr machen. Das brauchst du alles nicht mehr glauben. Es sind ganz viele Dinge. Du brauchst an keine Bedingungen mehr glauben. Du brauchst an keine Abhängigkeit mehr glauben. Du brauchst an keine Voraussetzungen mehr zu glauben. Sondern du musst nur noch daran glauben, an dich, dass du der Generator der Energie bist, die nachher manifest wird im Außen. Und das wirklich so zu leben, so zu managen, sich so Denkprozesse aufzubauen auf Basis dieses Wissens, das ist dieser interessante, kreative Schöpfungsprozess. Und das ist das, was ich unterrichte. Das ist das, was du bei mir lernen kannst. In allen möglichen kleineren und größeren Kurse kannst du anfangen, dich in dieses Denken einzuarbeiten. Und dieses Denken wird dir die Welt öffnen. Dieses Denken wird dich gesund machen. Dieses Denken wird dich freudig machen. Dieses Denken wird dich frei machen. Dieses Denken macht dich frei. Aber dein Verstand muss es verstehen. Ich habe einen Einführungskurs in Divine Design Energetics. Alles jetzt auf meiner Homepage zum halben Preis. Ich habe eine Ausbildung zum Master of Divine Design Energetics. Und ich habe eine
halbjährliche, eine sechsmonatige Mastermind, auch zum halben Preis, wo ich dich genau da abhole, wo du bist und wo du in Turbogeschwindigkeit in deine Freiheit springst. Nicht, weil ich das mache, sondern weil ich dir erkläre, dass du ja schon immer frei warst, dass du nur ein unfreies Denken dir angeeignet und übernommen hast, von dem das jetzt einfach seine Wirkung zeigt und das einfach dein Umfeld, dein Leben generiert hat. Aber dieses freie Denken ist einfach ein Denken in Energie und Energie ist niemals abhängig von Form, Zeit und Ort. Ist es nicht. Energie ist da, ob du sie anstellst oder nicht. An, aus, an, aus. Es ist so einfach. Nur ein Denken zu installieren, das genau diesem An, aus entspricht und sagt, oh, jetzt habe ich hier gerade in Richtung ausgedacht, in Unmöglichkeiten, in Beschränktheit, in Abhängigkeit. Ho, 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 stopp, neutral. Wie kann ich denken in Richtung an? Wie kann ich denken in Richtung Freiheit? Wie kann ich denken in Richtung finanzielle Überfluss? Wie kann ich denken in Richtung Freude? Wie kann ich denken in Richtung Gesundheit? Und das hinterher gibt dein wahres Sein. Wenn dieses Denken angepasst ist an dein Divine Design, an dein bedingungsloses, einschränkungsloses, nicht blockiertes, freies, glückliches Sein, wo du immer versorgt, immer sicher und immer unterstützt bist, weil du der Generator dieser unterstützenden Energie bist, dieser Energie, die dir Sicherheit gibt. Du generierst es ganz allein in dir und dann wirst du die Sicherheit finden, die du im Außen suchst. Dann wirst du das Glück finden, das du im Außen suchst. Dann wirst du die finanzielle Freiheit finden, das du im Außen suchst. Dann wirst du die Selbstbestimmtheit finden, die du im Außen suchst. Und das ist damit gemeint, wenn alle sagen, es ist in dir. Es ist da drin. Aber du brauchst Zugriff und du brauchst Management. Und das geht einfach nur über dein Denken, weil dein Denken ist die einzige energiegenerierende Maschine, die du hast. Dein Denken generiert deine Gefühle. Dein Denken generiert das, deine Realität. Aber wie dieses Denken zu managen ist, vor welchem Hintergrund, vor welcher Ausgangslage, das lernt dir niemand. Ich sag's einfach, wie es ist, es lernt dir niemand. Ich habe es selber rausfinden müssen und ich habe es getestet und wieder getestet an mir und an anderen Menschen, wie dieses Management deines Denkens nicht ist, dass du das von jemand anders übernimmst, sondern dass du dein eigenes Management aufbaust. Und genauso baust du dein eigenes Business auf. Du kopierst nicht Businesses von anderen. Du kopierst nicht Business-Strategien von anderen. Du lernst nicht die Wege, die andere gegangen sind, sondern du lernst das Kreationsprinzip über deinen Seinszustand für dich persönlich und individuell. Erst dann, wenn du deins wirklich wahrhaftig hast, kannst du es leben und ausdrücken. Und dann hast du genau das, was du suchst. Freude, Spaß, Freiheit, Selbstbestimmtheit, Sicherheit. Da kommt es her. Und ich möchte dir gerne beibringen, wie das bei dir schon da ist, aber wie, was du tun musst, was du denken musst, was du erkennen musst, welche Erkenntnisse du für dich wahrhaftig haben musst, damit es stabil ist, damit es eine Foundation ist, damit es Bestand hat, dass du nicht wieder irgendwie abhängig bist, wenn einer kommt und dir irgendwas anderes erzählt. Du brauchst deine eigene Wahrheit. Dann bist du stabil. Solange du die nicht gefunden hast, wirst du dich immer wieder in irgendwelche Abhängigkeiten und Einflussrichtungen ziehen lassen, die dich wohin ziehen, wo du nicht sein willst. Aber du glaubst, du musst dorthin gehen, weil da die Dinge sind, die du dir wünschst. Aber du musst nirgendwo hingehen, du musst nichts tun, du musst keine Kompromisse eingehen, du musst keine Werte für dich verändern, wenn du weißt, dass du nach all diesen Wertvorstellungen, das, was dein Wert ist, was in deinem Leben dein Wert ist,
was du erleben möchtest, was für dich wertvoll ist, dass du das alles so haben kannst, wie du willst, auf deine eigene Art und Weise. Und du baust es auf einem immerwährenden, immer funktionierenden Kreationserfolgsprinzip auf. Und deswegen ist es so egal, wie es andere tun, um in diese Energie zu kommen und die Realität auszupushen, die sie haben möchten. Du machst es auf deine Art und Weise. Und wenn du es gefunden hast auf deine Art und Weise, dann wird es dir nicht mehr verloren gehen, weil es deins ist, weil es zu dir gehört, weil es dir entspricht. Und das ist der größte Verhinderer, sei es vom Business-Erfolg, vom Beziehungserfolg, jeglichem Lebenserfolg, wobei du sagst, was für mich Erfolg ist, das verändert sich ja auch die ganze Zeit. Der größte Verhinderer ist, dass du rausgehst und schaust, der hat das, was ich will, jetzt kopiere ich das, was er macht. Du müsstest rausschauen und gucken und sagen, die hat das, was ich will, wer ist sie? Der hat das, was ich will, wer ist er? Was hat er für ein Selbstkonzept? Was hat er für ein Lebenskonzept? Wie glaubt er, hängen die Dinge zusammen? Was für Rückschlüsse macht diese Person? Und dann könntest du es immer noch nicht kopieren, weil es nicht deins ist, sondern es braucht dich und dein Konzept. Du kannst nicht kopieren. Du kannst nur wissen, wie dieses Prinzip funktioniert, dass everything is you from you pushed out und du dahin gehst und sagst, was kommt von mir hier ins Leben? Was von mir manifestiert sich? Wie manifestiere ich mich in alle Lebensbereiche? Wie bin ich als Frau? Wie bin ich als Partnerin? Wie bin ich als erfolgreicher Unternehmer? Was manifestiert sich von mir? Und was sich meistens von uns manifestiert, sind diese unterbewussten Konzepte, von denen wir keine Ahnung haben. Und erst wenn wir sie ans Licht bringen, wenn wir sie anschauen und sagen, was läuft da, dann können wir es verändern. Und das wünsche ich mir für uns alle. Jeder einzelne Mensch hat all die Kapazität, das Leben zu leben, das er möchte, die Person und dieses Lebenskonzept für sich zu errichten, das ihm entspricht. Aber es ist ein Job, ein Management-Job. Es ist kein Job für einen Sklaven, es ist kein Job für ein Opfer. Es ist ein Management-Job, weil es heißt ja, ich führe so und so ein Leben. Ja? Was für ein Leben führst du? Du führst dein Leben. Ich führe ein Leben in Armut. Ich führe ein Leben in Mangel. Ja, du führst es. Du kannst es ändern. Du kannst ein Leben in Reichtum, in Fülle, in Freude, in Begeisterung, in Leichtigkeit führen. Aber du musst eins wissen. Ich, du, jeder führt sein eigenes Leben. Niemand führt dein Leben für dich. Und wenn du es nicht lernst, eine Führungsposition, eine Führungspersönlichkeit für dich selber, dass du dich selber führst und managst, zu werden, dann wirst du in Abhängigkeiten von anderen sein. Und wenn dir das gefällt, dann ist es wunderbar. Ich bin hier, um zu teachen den Leuten, wie es geht, dass sie sich selbst führen dahin, wo sie sein möchten, dass sie dieses Leben selbst führen, das sie führen möchten, weil sie alle Kapazitäten, alle Fähigkeiten, alles in sich tragen, was sie dazu brauchen. Sie müssen es nur aktivieren. Und zwar selber. Selber auf deine Art und Weise. Eigenverantwortung selber. Es ist nicht egoistisch. Es ist ein Prinzip. Ich hoffe, geholfen und gedient zu haben. Du hast so viele Möglichkeiten, jetzt noch im Monat Oktober bei mir etwas zum Schnäppchenpreis zu kaufen, weil meine liebste Hündin Seya mir gesagt hat, yes, that's good, mach das, tu das, öffne die Türen für alle möglichen Geldinvestitionen, die Menschen gerade im Moment bereit sind zu machen. Also bis dann, ciao.